So, mein Lieben, einen wunderschönen Dienstagmorgen für euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir schauen in die Kryptomärkte. Es hat sich ja in den letzten zwei Tagen einiges getan. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, inwiefern der Short Bias noch aktiv ist, ob wir jetzt möglicherweise dann doch die größere Erholung sehen. Der Markt wird uns einiges zeigen und darüber werden wir jetzt sofort sprechen. Ganz kurz nur zu den Umständen. Ich bin gerade mitten im Umzug, was bedeutet, die Videos, die können hier sehr wahrscheinlich nicht allzu regelmäßig kommen. Ich versuche mir immer wieder Mühe zu geben und die Zeit zu nehmen, wie auch jetzt, das Video aufzunehmen. Aber wenn mein Internetanschluss verlegt wird quasi in die neue Wohnung, dann kann es sein, dass ich ein paar Tage von der Außenwelt abgeschnitten bin. Deswegen seht es mir bitte nach. Ich werde mir Mühe geben, weitestgehend hier wie auch auf Instagram euch weiterhin mit Updates versorgen. Also wir schauen vielleicht erstmal, bevor wir in den Bitcoin-Chart schauen, schauen wir uns mal die Indizes an. Die haben sich in den letzten Tagen relativ stark erholt. Klar, wir hatten gestern den US-Börsenfeiertag, den Memorial Day. Entsprechend war gestern der Handel eingeschränkt. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, wie es heute weitergeht. Aber wir sehen, dass der S&P in den vergangenen Stunden bzw. Tagen eine fulminante Aufholjagd gestartet hat. Müssen das aber auch im Kontext sehen. Wir sind hier entsprechend auch sehr tief gefallen. Wenn ich mich nicht täusche, war das für den S&P letzte Woche die stärkste Woche seit den 2000er Jahren, in denen der Markt quasi nach einer starken Korrektur sich wieder erholt hat. Das hat letztendlich auch positive Vorzeichen für die gesamten Märkte mit sich gebracht. Entsprechend konnte sich auch der DAX wie auch der Dow Jones erholen. Was spannend für uns ebenfalls ist, der DXY. Wir haben durch diese sehr, sehr positiven Bewegungen an den Indizes letztendlich dann eine Destabilisierung des US-Dollars gesehen. Ganz klar, wir sehen jetzt hier, das sieht nach einer Korrektur aus. Gehen wir mal auf Tagesbasis, dann sehen wir, schau dir mal diesen Trend an. Also das ist soweit alles immer noch komplett im Rahmen. Der US-Dollar wurde sehr, sehr stark quasi überspitzt gekauft. Wahrscheinlich auch da, weil das Short-Momentum einfach recht groß war und dann eben diese Anti-Retail-Bewegung hier auch stattgefunden hat. Von daher war eben diese Aufwärtsbewegung deutlich zu groß und deutlich zu intensiv. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass vorerst Bitcoin sich wieder mit dem US-Dollar gekoppelt hat und zwar genau invertiert. Das ist eben die Antikorrelation, bedeutet, wenn der Dollar schwächer wird, wird Bitcoin in aller Regel stärker. Das macht auch deswegen Sinn, weil wir Bitcoin-US-Dollar als Maßstab haben. Das heißt, Bitcoin im Zähler, US-Dollar im Nenner. Und entsprechend, je größer der US-Dollar wird, desto kleiner wird dieser Wert hier. Ja, das denke ich ist klar. Wir invertieren die Skala mal wieder zurück. Und jetzt springen wir dann auch mal zu Bitcoin. Wenn wir hier mal nach rechts sehen, wir haben einige Altcoins, die hier sehr solide performt haben. XLM hat über 5% heute zugelegt. Wir sehen hier, ADA konnte wieder 12% zulegen. Und auch Bitcoin hat den Sprung an die 32.000 US-Dollar-Marke geschafft. Und das war genau aus diesem Bereich hier, den wir markiert haben. Aber jetzt wird es sehr, sehr spannend. Wir müssen nochmal auf Wochenbasis gehen und uns das Ganze hier nochmal ansehen. Denn wir haben letzte Woche häufiger darüber gesprochen, pass auf, was ist wenn? Was ist, wenn der Markt oberhalb dieses Tiefs hier schließt? Und das hat der Markt gemacht. Das heißt, er hat sich diesen Bereich hier im Bereich der 28,7, 29,2 letztendlich tatsächlich als Price Action Tief genommen und wurde von dort aus hochgedrückt, was erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen ist für, okay, Price Action bestimmt, der Markt hat noch kein echtes neues Tief geliefert. Klar, die Frage bleibt jetzt, wenn das neue Tief ist, warum ist kein echtes neues Tief? Dazu müssen wir ein bisschen quasi ausholen. Da empfehle ich sehr, sehr gerne auch nochmal dieses Webinar, was ich hier in mehreren Teilen auf YouTube auch hochgeladen habe. Gerne mal reinschauen. Ich denke, es lohnt sich, denn da werden wir beschreiben, oder da beschreibe ich, wie es letztendlich zustande kommt, dass Docht und Schatten bzw. Kerzenkörper in einem Bereich vorliegen und was der Unterschied ist. Weil hier sehen wir, dass der Markt den Schatten nach unten letztendlich gebildet hat, aber von hier unten hochgedrückt wurde. Das bedeutet, der Markt hat hier unten Liquidität gezeigt und es kann nur ein Schatten oder nur ein Docht entstehen, wenn der Markt Liquidität bekommt. Das heißt, nur deswegen entsteht ja diese Gegenbewegung, nur deswegen entsteht ja diese Konterbewegung. Wenn eben keine Liquidität hier unten liegen würde, würde es ja keine Gegenreaktion oder keine Transaktion geben, die den Markt zu einer weiteren Bewegung letztendlich anstacheln würden. Was bedeutet, wir hätten hier unten irgendwo tiefer geschlossen. Und das ist eben ein ganz spannender Punkt. Der Markt bewegt sich ja immer nur von Liquidität zu Liquidität. Wenn du deine Position eröffnen möchtest, brauchst du den Counterpart, der quasi, wenn du zum Beispiel kaufen willst, verkaufen möchte. Anders kannst du eine Position nicht öffnen. Das gleiche ist, wenn du die Position schließen möchtest und zum Beispiel verkaufen willst, brauchst du jemand anderes, der kauft. Und sehr häufig sind das nicht für uns, für, ich sag mal, das kleine Retail-Geld, sind das nicht unbedingt andere Player an der Börse, sondern das sind meistens dann unsere Broker, die das für uns machen, die immer die Konterposition liefern. Aber wenn letztendlich der Markt hier runtergefallen wäre und bearish hier schließt,
dann sucht der Markt sich natürlich die Bereiche, wo wieder neue Liquidität liegt. Denn selbst wenn ich unfassbar dick im Profit mit einer Position bin, aber die nicht schließen kann, sondern sage, pass auf, ich will jetzt zum Beispiel, ich bin short hier im Markt und will jetzt zum Beispiel Market kaufen, um mich einzudecken, hier will aber niemand verkaufen, dann springt der Markt eben zu dem Preis, wo eben die nächste Person wieder verkaufen möchte. Und das ist der Punkt, warum sich der Markt immer in Liquidität bewegen muss. Das ist nicht nur ein Grundgedanke, das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn hier unten keine Liquidität liegen würde, wäre der Markt weiter nach unten gefallen. Nichtsdestotrotz sehen wir, und das ist weiterhin gültig, dass entsprechend der Markt in seinem Tief sehr, sehr viel Volumen appliziert hat. Und wir sehen, wenn der Markt stark nach unten fällt und ein großes Volumen mit sich bringt, vor allem aber auch einen großen Schatten, da hat das meist zur Folge, dass da unten sehr, sehr viele Stop-Loss liegen. Denn hier wurden Retail-Trader long mitgeschleppt, die jetzt natürlich, ja, ich sag mal, so ein Dorn im Auge sind für die institutionellen Player. Denn wenn wir hier long drin sind, da wollen wir hier oben auch irgendwo verkaufen, dann nehmen wir den Institutionen die Liquidität weg, die da oben selber verkaufen möchten. Das bedeutet, das wahrscheinliche Bestreben des Marktes, hier nochmal in das Tief zu gehen, ist relativ groß. Und deswegen, wir haben schon in den letzten 2 Wochen häufiger darüber gesprochen, wir erwarten auch sowas wieder hier. Das heißt, wir erwarten jetzt erstmal nicht diesen ganz, ganz starken Impuls nach oben. Das wäre extrem untypisch, wenn wir auf so einem Tief mit großem Schatten tatsächlich weiter direkt nach oben emporragen. Das ist so gesehen fast unmöglich, weil die Liquidität ganz eindeutig hier unten noch liegt. Das heißt also für uns, wir werden im besten Fall, wenn wir stabile Aktienmärkte sehen, wenn wir stabile Indizes sehen, wenn der US-Dollar nicht allzu viel Aufmerksamkeit bekommt, der halt als Weltgeldreserve gilt und dadurch so als sicherer Hafen und entsprechend ist die Korrelation starke US-Dollar, schwache Märkte in aller Regel immer zutreffend, werden wir sehen, dass der Markt möglicherweise auch hier seitwärts verläuft. Und das haben wir letzte Woche auch besprochen. Das heißt, es gibt jetzt hier keine dramatischen neuen News, sondern wir erwarten ganz klar, dass hier einmal diese Ineffizienz geschlossen werden kann. Und hier diese Ineffizienz bei den 33 und 34K. Maximal haben wir schon das Level 36K auch ausgemacht, dass wir irgendwo hier hoch in die gleitenden Durchschnitte gehen. Aber dann scheint es zumindest auch als erstes Mal jetzt für Bitcoin und Co. dann auch, ich sag mal, das gewesen zu sein. Also dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit uns nochmal die Liquidität hier unten fischen. Und dann kommt es eben darauf an, wie der Markt damit umgeht. Wir sehen auch hier großer Volumenpeak hier unten mit großem Schatten. Der Markt hat sich die Liquidität nochmal geholt, aber hat nicht drunter geschlossen. Das heißt, wir sehen hier, der Markt hat nicht mehr drunter geschlossen, sondern sich die Liquidität geholt. Was bedeutet, hier unten liegen Stop-Loss, der Kaufposition von da. Das heißt, hier unten muss verkauft werden. Das können Institutionen und Banken nutzen, um selber Kaufpositionen zu etablieren. Und dann kann die Rallye stattfinden. Und das erwarten wir hier ebenfalls. Also wir können uns mal anschauen, die Retailer haben hier letztendlich gerade diese Abbremsung am dynamischen Support erlebt. Aber ganz klar auf Wochenbasis werden wir möglicherweise sowas sehen, nochmal ein tieferes Tief abgreifen, bevor wir uns dann erholen. Und dann hätten wir so eine Schulter-Kopf-Schulter vielleicht in großem Ausmaß, aber wie gesagt, Chartformation ist eher was für die Esoterik statt für uns für den waschechten Handel quasi. Weswegen ich da halt einfach ein bisschen darauf hinweisen möchte, achtet da ein bisschen auf die Position bzw. auf die Bewegung. Ich persönlich halte diese Short-Bewegung aus den genannten Gründen für deutlich wahrscheinlicher als eine Long-Bewegung, auch wenn wir kurzfristig hier leichtes Erholungspotenzial haben. Aber nichtsdestotrotz, ich erwarte, dass das Szenario A ungefähr auch wieder auf B kommt, weil da sehen wir, wie sich der Markt sehr, sehr schön aufbauen kann. Und das könnten wir hier sehr, sehr realistisch dann auch prognostizieren, was man eigentlich nicht machen darf. Das sollte klar sein. Wir sind hier in den vergangenen 2 Tagen langsam ausgebrochen, dadurch der starke Push. Gestern nach TradingView-Zählung ging es ordentlich nach oben. Heute hast du wahrscheinlich in anderen Brokern, weil die eine andere Zeitspanne haben, wann sie die Kurse letztendlich auf Null setzen, hast du hier gesehen, dass der Markt letztendlich heute und die sehr, sehr stark ausgebrochen ist. Wir sind jetzt hier relativ hoch, weiter auf diesem Kurs des vorherigen Hochs. Und das ist für uns entsprechend auch das Spannende. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, horizontale Linie und uns dieses Hoch hier mal markieren. 32,5 ist ein spannendes Level. Könnte hochgehen, diese Ineffizienz hier füllen. Dann wären wir bei den 32,9. Und wenn wir hier die Liquidität fischen, dann kriegen wir vielleicht erstmal ein neues Hoch. Und zwar aus dem Docht, bevor es dann weiter nach unten geht und wir in diesen Bereich gehen. Das heißt also, wir werden jetzt mal ganz genau schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Sehen wir, dass wir heute keine positive Bewegung haben. Der DAX, der
Der startet auch schon ein bisschen schwächer gerade, hat aber gestern auch am Feiertag ordentlich zugelegt. Also das ist jetzt keine große Verwunderung. Aber nichtsdestotrotz mag es entsprechend auch sehr wahrscheinlich sein, dass falls wir gar nicht erst das neue Hoch abbilden, dass wir tatsächlich hier wieder zurück in diesen Liquiditätsbereich fahren. Ich warne ausdrücklich davor, mache ich mich vielleicht unbeliebt mit, liege ich auch nicht vielleicht in jeder Sekunde richtig, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im mittel- bis langfristigen Bereich damit richtig liegen. Ich warne ganz klar davor, jetzt nachzukaufen. Weil das sieht eher gerade wie das fallende Messer aus, was gerade die Retailer ausschüttelt. Und glaub mir, wenn ich eine Sache über jetzt mittlerweile in 13 Jahren Daytrading gelernt habe, dann, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn wir aus einem Tief letztendlich hier kommen, dass wir nochmal das Tief antesten mit diesem Volumenspike, ist einfach extrem hoch. Damit wünsche ich dir einen erfolgreichen Handelsstart in den Dienstag. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir viel Disziplin, viel Geduld. Wir hören uns bald. Danke für den Support auf allen Medien. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Alles Gute. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.